Du bist blond und blauäugig, du kleines Kind, du. Du bist besonders viel wert. Schön. Adermann. Ist so, Alter. Sein So richtig. Rheuma-Ding Mit hier. meiner Rheuma-Decke, mit meinem komischen Rückenstützding. Ich habe hier auch so Titten hinten drin. Es ist Sonntag, meine Kerle innen. Und es ist nicht Brennpunkt Internet, es ist Brennpunkt Hörerwunsch. True. Schade. Und hier, du siehst auch aus wie 30 Jahre Punkrock hier neben mir. Ja, auf Mit jeden Fall. blond gefärbten Haaren, weißt du, Weil es in den mit da 80ern Mode war. genau. Mit einer braunen Rheumadecke auf deinen Beinen und hier so eine Stütze. Ja, es ist eine harte Zeit. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Aber wir haben diese Woche gerade nicht miterlebt. Wir machen einen Zukunftspodcast. Es ist vergangenen Samstag. Wir befinden uns jetzt zeitlich aber am Sonntag. Leider bin ich nicht zugegen. Ja. Und deswegen muss die 150. Folge sich auf nächste Woche verschieben. Die hat es aber in sich. Aber wie, ey, wir haben die Themen schon vorbearbeitet. Wir waren quasi bei einer Wahrsagerin, haben uns sagen lassen, was in den nächsten 2 Wochen so passieren wird. Und es passieren krasse Dinge, Leute. Definitiv. Hart, dass rauskam, dass die 17-Jährige doch alles erfunden Ja, hat. ne, krass. Und das erste zusammengeschlagen ist von diesem Juden da, von dem Musiker, von dem Ja, Ophraim. Gil Ofri. Geofrim. Ja, Hart. wir haben aber heute einen so geilen Hörerwunsch hier, ja. Da hat es in sich, ja. Also man möchte ja meinen, rechtsmotiviert, dass man hier so sehr auf den deutschen Fokus legt. Aber Ja. nein, es ist Deutsch-Punk, auf den hier Fokus gelegt wird. Warum ist denn Deutsch-Punk besser? Also so Bands wie Pisse und Turbokotze, warum sind die besser als die Ärzte? Genau, ich kann es nochmal wörtlich vorlesen. Hörerwunsch, deutscher Punk, warum Pisse und Turbokotze besser als die Ärzte sind, im Allgemeinen deutscher Punk. Liebe Grüße aus Freiburg, Leo und Marius. Dieser Podcast wurde vor über einem halben Jahr Ja. eingereicht. Ja, also ich habe es halt gar nicht gesehen. Ich wurde vor 4 Wochen oder so darauf hingewiesen. Dann war ja hier Krankheit und so und du warst ja auch raus und so. Schwierig, schwierig. Aber jetzt, Marius und Leo, ich hoffe, ihr lebt noch. Gibt es endlich diesen Podcast auf die Ohren? Wobei ich mich jetzt bei Turbokotze gar nicht so gut auskenne. Ich muss sagen, dass ich bis eben dachte, er meint Turbostart. Aber nein, er meint, oder sie meinen Turbokotze, die auch hier in Weimar schon bisweilen gespielt haben. Die auch aus Weimar kommen, ungefähr. Ungefähr. Ja. Und deswegen bin ich da etwas überfragt, weil ich war da einmal auf dem Konzert, hat mich nicht so abgeholt und fertig. Ich würde Aber gerne. vielleicht kann Tino da mehr sagen. Ja, voll. Ich gebe nur einen kleinen Disclaimer. Also Deutsch-Punk ist in Deutschland scheinbar etwas weiter definiert. Also was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe, da sind dann halt Dinge dabei wie Matzen, wo ich jetzt auf den ersten sagen würde, das ist nicht unbedingt Punk, aber okay, wurde so gelistet. Und da habe ich auch die eine oder andere Geschichte zu. Aber gucken wir doch mal. Und ich finde es frech, dass man hier so einen Podcast sich reinwünscht, nur damit wir nicht über die Ärzte reden dürfen. Wir dürfen schon, aber wir sollen sie halt vergleichen und sagen, warum Deutsch-Punk besser ist als die Ärzte, wobei auch die Ärzte Deutsch-Punk sind. Muss man so Naja, sagen. es heißt ja, warum Bands, also warum Pisse und Turbokotze explizit besser als die Ärzte sind. Ja, und auch, ich hatte auch geschrieben, Deutsch-Punk mit UI, also auch so Oi, weißt du, Oi ist ja auch eine Abspaltung des Punk, kann man sagen. Ja. Wobei ich diese Abgrenzung nicht immer nachvollziehen kann, weil, wobei Oi soll ja irgendwie weniger politisch sein und nicht ganz so links, aber auch nicht rechts, und das verstehe ich nicht so richtig. Also, wenn irgendwas nicht links oder rechts einordnenbar ist, dann Das verstehe verstehe ich ich nicht. das nicht. Ja, true. Und Turbokotze ist eine Band, also ich kenne alle drei Mitglieder. Haben die drei, ich glaube schon. Und die waren so ein bisschen so eine kleine C-Band von Radio Kill, heute Frachter. Und haben oft gemeinsam performt und es war ja auch so eine Vermischung im Freundeskreis und so weiter. Und ich muss sagen, Turbokotze ist eine Band gewesen, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aus Gründen, die man, glaube ich, nicht so offen sagen soll. Ist, glaube ich, eher so ein internes Ding zwischen denen gewesen, was da der Grund ist. Jedenfalls sind das echt süße Jungs gewesen. Und ich habe sie auch angeschmachtet von vorne, von der ersten Reihe, wie manchmal Michel irgendwie so ein Kleid getragen hat. Das war schon süß. Und ich war weniger wegen, also die Musik war auch gut,
Aber ich wollte einfach die drei Jungs anschmachten, weil die hübsch sind und weil die eine tolle Show machen. Du hast sie objektifiziert. Ich habe sie als Sexobjekte betrachtet. Aber auch die haben auch richtig geilen Punk gemacht. Und sie haben eine EP veröffentlicht, die bei Spotify ist. Turbokotze. Es klingt nach Punk. Es ist halt Punk. Es ist einfach geil. Ich bin dann doch eher bei Frachter, wenn wir gerade hier schon direkt einsteigen mit lokalen Bands. Und muss auch jedes Mal, wenn ich über diese Band reden, hervorheben, das Event Highfield 2017 oder 18, bin mir nicht sicher. Da haben die einen Song in einer A Cappella-Version, nicht A Cappella, in einer, wie sagt man, einer Unplugged-Version gespielt, getrommelt auf irgendwelche ranzigen Kisten mit einem Stück Campingstuhl. Und das ist Panik. Und das ist einfach nur richtig geil. Finde ich besser als die Studio-Version. Richtig gut. Ja, Frachter ist auch eine meiner Lieblingsbands. Ich habe auch einen Fanshirt von Frachter. Vor allem auch, weil da eine Ingwerwurzel drauf ist. Finde ich halt super witzig. Und die hießen ja früher Radio Kill. Und ich hatte auch damals eine Band mit 17, 18 ungefähr. Und die haben dann mal so ein Gemeinschaftskonzert gegeben. Schule ohne Rassismus und so weiter. Und damals Radio Kill, also noch die frühere Variante von denen da gespielt. Und meine Band, die hießen damals DOC. Und die haben mehr so Metal-Punk gemacht und die halt haben so Punkrock gemacht. Und die hatten einen langen Weg zu Frachter und hatten noch einen anderen Frontmann. Ich will aber auch die Geschichte da nicht ausbreiten, weil die auch, glaube ich, eher privat ist. Jedenfalls ist er nicht mehr in der Band. Und dann hat dann quasi der Aaron das übernommen, so die Frontposition als Sänger. Und das macht er echt richtig gut. Muss man sagen. Haben auch eine EP, glaube ich, und eine Split-EP bei Spotify. Ja, also Frachter, gut. Du hast ja auch zwei Videos gedreht, ne, für die, oder ein Video, zwei Videos, glaube ich. Ich habe zwei Videos für die gedreht. Und die sind sehr gut, denn ich habe die gemacht. Ja. Nee, es sind auch gute Songs. Und zwar Lebkuchen im Herz. August. Herz. Lebkuchen im komm Herz. Ich jetzt, ja, weil ich im Herbst, ich war gerade irgendwie... Ich war schon beim nächsten Song, ich habe richtig Lebkuchen im August und All das gehört. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ja, das sind voll gute Songs. Und auch Jede Nacht ist ein toller Song. Jede Nacht, muss ich sagen, ist wahrscheinlich nach wie vor der beste Song von ihnen. Ja. Das ist dann halt immer als Band so ein bisschen scheiße, ne? Wenn man so vor 3-4 Jahren einen richtig geilen Banger-Song gemacht hat. Die anderen sind auch gut, aber es kommt nicht daran. Ich glaube, Jede Nacht ist der Beste, dann würde ich sagen Panik. Und dann kommen wahrscheinlich diese beiden Songs, aber vielleicht habe ich da auch nur spezielle Bindung, weil ich halt die Musikvideos gemacht habe. Ja, das ihr dann auch tausendmal gehört beim Schnitt und so. Oder auch Mädchen mit den öden Geschichten, ist auch großartig. Da ist ein Logikfehler drin im Text, ist mir aufgefallen, so. Das aber ist ja wie zu sagen, das Moshpit. Das macht ja keiner. Macht keiner, nee. Aber man tut's halt, künstlerische Freiheit vielleicht. Ja. Weil er singt nämlich irgendwie... Da geht es halt um Mädchen, was er in der Bahn trifft, so was er am liebsten rauswerfen will, weil die halt langweilig ist. Und da singt er irgendwie, heute habe ich sie wieder getroffen. Also heute, ja, hat er sie getroffen. Singt dann aber wie jeden zweiten Dienstag in der Bahn. Und am Ende singt er, morgen werde ich sie wiedersehen. Weil es macht gar keinen Sinn. Hat sie gestern getroffen? Oder heute getroffen und morgen wieder, aber irgendwie nur jeden zweiten Dienstag. Vielleicht geht beim lyrischen Echt die Zeitrechnung anders, Mann. Du musst hier nicht mit deinen Konventionen da irgendwie einen Maßstab anlegen, Tino. Möglich, scheiße. Möglich. Ich hoffe, dass das Aaron hier reinhört. Vielleicht gibt es nur Dienstage bei denen. Ach so, das kann sein, Nur zweite Dienstage. Voll Punkrock. Ja, der beste lokale Punksong ist natürlich Tanzen in Erbrochenem. Da geht nichts drüber. Ah, stimmt, ja. Das ist, ja, das Video habe ich gedreht. Ja. Also Kamera gemacht für ein paar Szenen. Ja, doch. Für die meisten, oder? Ist da sonst noch was passiert? Ich glaube, das ist nur an dem Tag entstanden. Stimmt, ich habe nur... Du bist auch zu sehen, von daher hat es irgendjemand anderes auch mal, Herodes oder so, aber... Ja, kann sein. Das ist schon... Also da mag ich den Text auch sehr, von daher. Dieses Instrumental ist natürlich sehr, sehr vereinfacht. Da ist dann wirklich nur... Aber das mag ich ja auch, so Blooded Shoes, White Stripes. Mhm. Oh, Alter. Gestern Nacht noch echt so 5:30 bin ich eingepennt. Und ich habe mir noch zweimal vorher den neuen Song von Jack White angehört. Also sein Solo-Ding hat mir nie so 100% zugesagt wie The White Stripes. Aber der neue Song, das ist, Alter, der hat so ein, wie heißt dieses, Termin, Alter. Genau, in einem Frog-Song. Das ist so geil. Das ist wie AC/DC, die da mit dem Dudelsack ankommen. Ja, das ist stimmt. So geil, Alter. Ja. Fucking Termin, das ist ja, wenn du Gitarre so ganz weit unten spielst, das ist ja auch so...
Und im Endeffekt hört sich das dann ähnlich an. Deswegen, das passt so geil. Und der Song an sich, das ist so ein Brett, Alter. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie er heißt. Der ist 2 Minuten lang. Hört ihn euch an. Das ist für mich, das ist zum auch... Zum Thema Deutschrock, ne? Ja. Passt das perfekt zu Punkrock? Naja, also das ist auf jeden Fall schon am ehesten Punk von dem, was er sonst so macht. Hier, Fear of the Dawn. Das ist so ein Brett, Alter. Ja. Das kam wohl erst gestern raus, also heute. Vor 21 Stunden. Und ich war echt im Halbschlaf und habe ihn extra ein zweites Mal gehört. Fucking Theremin, Alter. Ja, ja, hat was, also, hat was. Ist Hammer. Voll. Und Deutsch-Punk-Bands. Ja. Es gibt ja auch STP zum Beispiel, ja? Kenne ich nicht. Die machen noch dieses... Ist das das? Ja, ist das mit Sido? Das ist doch genau kein das, Punk, oder? Eben. Aber die nennen sich halt manchmal auch Punk und haben auch so Alben, die heißen dann Bunte Republik Deutsch-Punk und so. Und das finde ich, da ist dann die Frage, will man da musikalisch drauf eingehen und sagen, okay, Punk ist eigentlich nur irgendwie Schlagzeug, Bass, Gitarre so und Schmutzgesang, oder ist Punk auch irgendwie im Herzen verankert und auch irgendwie die Flippers könnten Punk sein, wenn sie halt ja, dementsprechende Ausstrahlung haben. Also der Begriff wurde echt hart aufgeweicht. Ja. Also auch Ärzte machen nicht traditionell Punk. Also dieser Punk mit nicht mehr als drei Akkorde und einfach nur Geschrammel, dieses Dead Kennedys und Sex Pistols Ding, das ist halt nicht Matzen und nicht Ärzte. Also nee. Da kannst du gar nicht für argumentieren eigentlich. Alles ist Punk, hat auch Rod schon gesungen, ja, und hat auch gesagt, dass... Ja, das fand er aber nicht so gut, glaube ich, dass alles Punk jetzt ist, oder? Er hat mal gesagt, dass Punk im Kopf stattfindet, denn ich habe ja, in gut, der... Ja gut, aber in dem Text geht es ja irgendwie, du hast Geld bei einer Bank, du bist Punk, also das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ja, aber auch dieses, du hast irgendwie einen Pelzmantel im Schrank, das kann auch nicht Punk sein, ja. Gerade Bela irgendwie auch, der mitgeschrieben hat als Veganer. Deswegen sage ich ja, dass der Song nicht ernst gemeint ist, dass, ach so, eben, alles dass das eigentlich nicht gut ist, dass halt plötzlich alles als Punk gilt. Ja, das kann schon sein. Ich habe erst Realschule gemacht, bevor ich Abi gemacht hatte, und meine Semi-Arbeit in der Realschule war Punk, tatsächlich. Mhm. Mode, Musik, Geschichte von Punk und so weiter. Da habe ich dieses Zitat von Rod rausgeholt. Punk findet im Kopf statt. Oh. Und auch von, ich glaube, von Queen, der Sänger, der gesagt hat in einem Interview, von Queen, der Sänger. Keiner weiß, wie er heißt. Nein, Green Day, so. Kam nicht drauf. Ach, Green Day. Ja, Green Day. Ja. Und hat wohl dann eine Tonne umgetreten und gesagt, das ist Punk. Dann meint der Reporter auch eine Tonne umgetreten, das war also Punk jetzt. Da sagt dann der Green Day-Sänger, nein, das war gerade Trendgehabe. Das fand ich ein ganz spannendes Muster irgendwie. Ja. Und ich finde, es kann auch Punk sein. Ich meine, jetzt bringe ich wieder meinen Top-Musiker rein, Falco, der auch mal gesagt hat... Jetzt ist Falco auch noch Punkrocker. Ich sehe es schon kommen. Der hat als Punk, morgen ist er Wrestler. Ey, du kennst seine Story nicht, ja? Der hat ja in Punkbands angefangen zu spielen, in Dradiwabel, auf Deutsch Dreh dich Weibchen, und Hallucination Company. Und die haben halt Punkmusik gemacht, ja, sehr anarchistisch und so Songs wie Haut die Bullen, Blatt wie Stullen und so haben die halt gesungen. Und er hat dann später immer gesagt, ja, ich mache jetzt Musik für den Mainstream, ich setze jetzt Millionen ab mit meiner Musik, aber mein Punk ist es, mich nicht anzubiedern. Also ich sage nicht, oh, ich hätte das beste Publikum und ich trage immer irgendwie jetzt zerrissene Jeans wie alle in den 80ern. Er hat halt fucking Smokings getragen, hat sich Jahre nach hinten gegelt, hat halt über Vergewaltigung gesungen und meinte halt, sein Punk ist halt das, arrogant zu sein und irgendwie eine Rolle zu spielen. Mein Punk ist das, arrogant zu sein. Ja, und in seiner Punkband hat er auch schon, die haben alle irgendwie lange Haare gehabt und bunte Haare und zerrissene Hosen. Und er hatte halt einen Armani-Anzug sich geholt, sich mit Frischhaltefolie eingewickelt und hat Bass gespielt. Weißt du, was es ist? Das ist nicht Punkrock, das ist Trumprock. Nee, ey, das nicht. Die Haare zurückgegelt, Anzug Trump? An. Trump hat doch kein Gel in den Haaren gehabt. Naja, guck doch mal seine Frisur an. Ja, ist dasselbe. Nicht ganz. Arrogant sein. Falco ist Trump, Tino. Aua. Falco hatte große Hände. Und er hat auch gesagt, auch seine Entscheidung, die Haare nach hinten zu gehen, war auch eine Punk-Entscheidung. Weil alle halt bunte Haare hatten und aufgedunsen, dachte er sich, er macht sich einfach die Haare nach hinten. Das war sein Punk, sein Anarchismus. Und das kann eben auch Punk sein. Du setzt Millionen um, tourst durch Japan, durch die USA und machst einen Haufen Geld. Kannst aber trotzdem sagen, ich bleibe Punk in meinem Herzen. Finde ich voll legitim. Geld machen ist auf jeden Fall Punkrock. Ich finde, es widerspricht sich nicht. Also wenn du halt
Ola Rio Reiser hat ja auch im Prinzip die gleiche Musik gemacht wie so Tonsteine Scherben. Vielleicht ein bisschen weniger radikale Texte, aber so trotzdem seine, er hat ja auch schon in Punk-Zeiten auch schon Liebeslieder gemacht. Und er meinte eben, was soll ich denn, Punk wäre, ist doch nicht, dass ich irgendwie mich anpasse, sondern auch wenn meine Alben jetzt ein bisschen besser produziert sind, bin ich ja im Herzen noch der gleiche und immer noch Anarchist und so weiter. Das kann trotzdem Punk sein. Nun gut. Halten wir uns nicht allzu lange an diesem Begriff auf und gehen mal in die Substanz, was die Bands angeht, würde ich sagen. Denn wir dürfen ja hier nicht über die Ärzte groß reden oder nur im Vergleich. Deswegen reden wir da mal nicht drüber. Farin Urlaub Racing Team macht Punk laut Wikipedia. Ich habe es extra nachgeguckt. Ja. Gute Band. Doch. Fällt mir auch. Würde ich bisweilen sagen, ist für mich so ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, Farin Urlaub Racing Team hat eher eine konstante Zahl an so sehr guten, aber nicht überragenden Songs. Also so, keine Ahnung, 8 und 9 von 10. Okay. Ärzte dafür hat für mich mehr so 6, 7, aber auch viele 10, weißt du? Und Farin Urlaub Racing Team hat irgendwie ganz wenig, wo ich sage, das ist eine 10 von 10. Sehe ich ein bisschen anders. Okay. Ich bin sogar ein bisschen mehr Furt-Fan, Farin Urlaub Racing Team-Fan, als die Ärzte, weil ich irgendwie da mehr Zugang habe. Ich finde zum Beispiel Bela... Aber da sind mir zu viele Frauen drin, ich hasse die. Ja, von mir aus. Aber ich finde halt irgendwie, Bela-Songs, die nehme ich ganz selten mit, so richtig. Also auch bei dem Dunkelalbum, jetzt dachte ich mir, irgendwie sind das viele Bela-Songs, das merkt man auch. Weißt du? Ja. Und was mag ich am meisten an dem Album? Das sind halt so Songs wie Tristesse zum Beispiel, wie der Farin-Song ist. Ja. Aber abseits davon, Bela B. ist ja auch ein Solokünstler als aber Punk gelistet. Der macht doch keinen Punk, Alter. Aber wird so gelistet. Er macht also im ersten Album vielleicht noch Bingo, fand ich auch echt noch gut. Aber also ich will da gar nicht zu sehr urteilen, weil es ist halt dann einfach nicht mehr meine Musik, wenn es zu sehr in diese Country-Western-Richtung geht. Das ist dann irgendwie nicht so meins. Aber ich das ist schon kein nice. Punk mehr. Ich glaube, bei hieß das, dieses Album mit Abserviert, mit diesen Country-Einflüssen, das hatte schon was. Ich glaube, die letzten zwei Alben. Es gab noch was, nicht Plan B oder doch, Plan B? Weiß ich gar nicht genau. Habe ich wenig gehört. Bastard gab es noch. Genau, genau. Also es gab, glaube ich, mindestens zwei Alben, die schon sehr westernlastig waren. Gab es auf dem ersten Soloalbum auch schon, aber da ist irgendwie halt ein Ausnahmefall gewesen. Und das ist auch wieder die Frage, ist es nur Punk aufgrund der Geschichte und was drumherum ist? Oder ist es halt irgendwie musikalisch Punk? Das ist ein bisschen auch wie mit Schlager und Popmusik. Wenn du viele Madonna-Songs auf Deutsch singen würdest, wäre es halt Schlager. Obwohl es die gleiche Musik ist und das gleiche Instrumental wäre, weißt du? Ha. Aber sobald es Deutsch gesungen wird, ist es halt seicht und dann ist es Schlager. Und es macht es nur zu Pop, weil es halt Madonna singt oder Britney Spears singt. So ist es im Punk ähnlich. Es braucht eine Attitüde, dass es zu Punk wird. Ich habe Abwärts live gesehen. Abwärts ist eine Band, in der ich glaube immer noch Rodrigo González auch. Wir reden gar nicht über die Ärzte. Wir reden überhaupt nicht über die Ärzte. Aber Abwärts ist, glaube ich, sogar älter als die Ärzte, glaube ich, sogar 78 oder so schon. Also wirklich ziemlich alte Band. Und ich bin da damals nur hin, weil ich das über den offiziellen Ärzte-Fanclub irgendwie erfahren habe, dass die irgendwie halt spielen in Jena, im Rosenkeller. Und da bin ich hin, die Story habe ich auf jeden Fall schon erzählt, ob im Stream oder hier, dass ich da Backstage war und halt mich an deren Essen bedient habe. Ja, und dann kamen sie rein und so. War alles sehr witzig. War wirklich auf dem Konzert eigentlich nur, weil, okay, cool, ist halt direkt um die Ecke, geht mal hin, so. Ist nicht krass hängen geblieben bei mir. Aber dann Jahre später, jetzt so vor 2, 3 Jahren, habe ich dann doch nochmal Abwärts mir rausgesucht und habe da so 3, 4 Songs gefunden, die richtige Bretter sind, Alter. Computerstaat, Türkenblues, das sind so geile Songs, die sind so stumpf, Alter. Die sind wirklich durchgehend eigentlich dieses fast irgendwie Hip-Hop, weil also nicht Hip-Hop im Sinne von, es ist nicht musikalisch, aber es ist halt so gleich. Es ist halt ein durchgehender Beat sozusagen. Aber es ist so geil und es ist so ranzig, Alter. Dieser Türkenblues. Das ist so fucking gut, Alter. In seiner Scheißigkeit. Also das von Herbert Grönemeyer gerade. Naja, das ist halt diese Art zu singen einfach. Aber es ist halt auch nur in dem Song. Es ist richtig gut. Also den höre ich gerne. Leider habe ich Abwärts nie gehört bis jetzt. Ich kenne den Namen natürlich und ich weiß, dass da Rott mitspielt. Aber ich habe die jetzt nicht im Ohr. Ich schmeiß den Türkenblues mal an. Die werden uns schon nicht... Gut.
Ist das nicht ein Cover von Bösen Onkels? Du mal mit einer Scheiße, Alter. Ich skippe auch direkt. Boah, kommt sogar Werbung davor. Drecks-Commerz-Band, Alter. Eine richtige Bankband. Kann ich nicht so laut, nicht so lange abspielen. Das ist so geil, Alter. Ja, ist schon nice. Ja, kann ich nicht. Guck mal, hier, 1980. Zack. Frank Zickert. Da kannst du mal sehen. 1980, da gab's Ärzte nicht so ganz. Kennst du die Killerpilze? Ja. Sind die Punk für dich? Killerpilze, das war halt auch immer so, da kamen sie damals in der Schule auf mich zu. Guck mal, die Killerpilze, die sind wie die Ärzte. Und damals halt noch irgendwie dieser Typ am Schlagzeug gerade mal 12 oder so. Und ich denke, 13? Fuck off. Also eine gewisse Finesse muss schon irgendwie da sein, um da einen Ärztevergleich zu sehen. Das ist halt einfach eine Schulband, die irgendwie halt Rockmusik macht. So. Haben sich bestimmt weiterentwickelt, habe ich ewig nicht reingehört. Aber damals kannst du vergessen. Was ist das denn? Es waren halt drei Jungs, die haben halt witzige Musik gemacht, auch im Punkrock-Stil. Und wurden dann so als Gegenspieler von Tokyo Hotel hochgeholt. Mhm. Wenn du so willst, waren Tokyo Hotel die Beatles quasi, die so sanfte Musik gemacht haben für die geneigten Zuhörer von Emo-Musik. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Kamen die Rolling Stones quasi, Killerpilze. Das ist eine Beleidigung in so viele Richtungen, diese Aussage. Es gab schon immer, ja, die Ärzte gegen die Toten Hosen und... Und da muss ich noch dazu sagen, dass ich weder Beatles noch Rolling Stones so gut finde wie ihr Ruf. Also Beatles ganz sind großartig, komm. Die Beatles haben auch so viele Schmutzsongs. Die haben natürlich... Die haben keinen Schmutzsong. Die haben so viele Schmutzsongs. Da ist so viel... Nenn mir einen. Ich kenne die nicht vom Namen, aber so. Ich habe mir mal ein Album durchgehört. So. Es gibt natürlich diese berühmten Songs so. Aha, das ist halt... Mal davon abgesehen, dass es halt dieses Gedudel ist, was halt jetzt irgendwie Rentnermusik ist für mich. Keine Ahnung. Aber okay, die haben Hymnen. Ja, okay. Die haben so richtige Schmutzsongs. Und Rolling Stones genauso. Die haben jetzt objektiv auch gar nicht so die geilen Bretter, muss ich sagen. Ja, die haben so Satisfaction und Angie und so. Ich bin auch eher Beatles-Fan und mochte die Rolling Stones schon aus Prinzip nicht so gerne. Aber du hast bestimmt eines ihrer letzten Alben gehört irgendwie, die dann so richtig experimentell waren, wahrscheinlich, die nicht gefallen haben. Die so völlig höher sind und sein. So. Du musst so die ersten zwei, drei Alben hören. Gut. Mit She Loves You und so, Love Me Do. Ja, aber das sind ja dann wieder bekannten Songs. Ja, eben. Weil es ja, aber geile ich, Dinger und sind. Auf den Alben sind dann noch 10 andere Songs drauf, die garantiert scheiße sind. Die auch geil sind. Nee, ich wette, die sind scheiße. Waren auch die Punk, ist die Frage, weil sie auch zu der Zeit Sachen gemacht haben, die nicht... Ey. Bullshit. Nein. Tino, du kannst nicht so viel Musikgeschichte hier gerade verletzen. Nee, es sind ja Fakten, die ich erzähle. Nein, das sind keine Fakten. Der Punk ist viel später entstanden. Die waren kein Punk, die Beatles. Die Beatles, das waren die ersten, die es geschafft haben oder die sich getraut haben, Interviews Quatsch zu erzählen. Das gab es bis dahin nicht. Das ist kein Punk, das ist Quatsch erzählen. Da gab es was wie Elvis Presley und so, die ja alle so, oh, I love it here in Germany, I love to give interviews and die waren alle so Arschkriecher und Buddy Holly und so. Aber die Beatles haben halt Quatsch erzählt und haben es lustig gemacht über die Interviewer und so. Das hat auch was von Punk. Wenn du Punk so definierst wie ich, dass man so ein bisschen den Mainstream anguckst und das Gegenteil davon tust oder so ein bisschen die Grenzen auslotest. Der Punk ist später entstanden, es kann per Definition kein Punk sein. Auch den Begriff Homosexualität gab es erst viel später, aber es haben schon immer Männer gefickt miteinander. Das ist aber jetzt ein schwerer Vergleich, Tino. Also in meinem Herzen ist Punk, wie gesagt, wenn man so ein bisschen guckt, wo die Grenzen sind, die auslotet und sich ein bisschen anders verhält und die Regeln auslotet. Die hat einen Topfschnitt und Anzügchen an und Rollkragen. Am Anfang. Und du sagst jetzt hier, das ist vergleichbar mit Leuten, die irgendwie in der Gosse leben und Lederjacken mit Nieten dran haben. Wenn das für dich Punk ist, ist ja wohl fürchterlich, was du hier machst. Ist für mich nicht Punk. Naja. Die hatten nur am Anfang, sahen die so aus. Aus Marketingzwecken, dann aber nicht mehr. Also wenn du zu Sid Vicious sagst, hier guck mal, dieser Paul McCartney, das ist ein Punk, da hätte der die Schnauze eingeschlagen, hätte der. Kann er gerne machen, aber ich finde auch nicht, jemand zusammenschlagen ist auch nicht Punk. Doch. Die Beatsteaks sind für mich übrigens auch kein Punk. Ich konnte mich damit nie anfreunden, wurde bei Wikipedia gelistet und auch die Ärzte schwärmen ja immer so von den Beatsteaks. Das verstehe ich gar nicht. Ich habe die auch mal live gesehen und dachte so, Nichts Besonderes. Irgendwie austauschbare Rock ja, für mich. Ja, voll. Und auch die Texte fand ich so mittelmäßig gut. Die haben so ein paar Melodien, wo ich dachte, okay, die bleiben so ein bisschen im Ohr irgendwie. Was war denn das eine?
was auch Sido später gecovert hat, dieses Hey Du, war das die auch von den Beatsteaks? Hey Jude, ja, das hat... Nee, irgendwie Hey Du. Keine Ahnung. Ich muss kurz mal googeln, meine Beatsteaks. Aber da stößt man immer wieder auf Widerstand. Also jetzt werden bestimmt spätestens Leute am Empfangsbolzen sagen, was sind das denn für ahnungslose Leute, die mögen die Beatsteaks nicht? Genau, Hey Du von Beatsteaks, das fand ich ganz gut. Aber das sonst haben die mich immer gelangweilt. Und als es hieß irgendwie, dass die Ärzte auch Vorbands haben und es könnten die Beatsteaks, dann dachte ich mir, bitte nicht die Beatsteaks. Hm. Die finde ich langweilig. Ja. Nicht mal schlecht, aber irgendwie... Langweilig trifft es eigentlich ganz gut. Die holen mich nicht ab. Die Donuts wurden auch gelistet. Ja, die finde ich gut, tatsächlich. Die findest du gut? Ja. Ich erkenne auch 1-2 Songs, die ich gut finde. Aber ist das musikalisch Punkrock? Also dann kenne ich nicht so viel. Ja, die kamen daher, ne? Das ist auch immer so ein bisschen... Das ist doch übel. Also Stop the Clocks ist doch deren... Ist doch der bekannteste Song wahrscheinlich. Oder Calling nee. Und so. Ja, ja, aber... Mhm. If I could stop the clocks. Das ist doch so weit von jeglicher Form von Punk entfernt. Wie gesagt, das sind auch so ihre Wurzeln, ne, wo die hergekommen sind. Man darf das immer nicht ausklammern. Klar kann man sagen, Punk ist nur Geschrammel und 3 Akkorde, aber ist es vielleicht gar nicht mehr. Ja, aber Punk ist doch nicht Ballade. Also das ist doch fast eine Ballade, dieser Song. Das, ja. Calling gehe ich ja mit, das geht mehr ab so, wobei das da halt auch wieder, da ist ja auch, was ist denn da drin, irgendwie so ein, was ist denn das für ein Geräusch? Was ist denn das für ein Instrument? Das ist das gleiche, das ist eigentlich ein ähnliches Geräusch wie bei Tamagotchi. Dieses und da ist es halt anders. Also Sintis, ne? Wahrscheinlich so Geigen-Sounds synthetisch erzeugt. Ja, weiß ich nicht, also ich bin ja auch nie ein Fan davon gewesen, irgendwelche Musikgenres einzuordnen. Aber von meinem Gefühl her waren die Donuts immer schon Punk irgendwie. Wenn sie auch natürlich immer auch Headliner waren von Festivals. Man kann ja auch schon sagen, wer so ein Rock am Ring headlined oder so in der ersten Reihe ist oder in der zweiten Reihe, ist auch kein Punk mehr. Kann man ja auch sagen. Ja, nee, so meine ich es nicht. Ich gehe schon also da ein bisschen musikalisch ran, muss ich sagen. Weil irgendwie musst du es ja einordnen. Du kannst ja auch nicht sagen, nur weil der Punk-Begriff halt aus der Musik an sich losgelöst ist, kannst du jetzt nicht auch sagen, ja gut, Heino, der halt einen schwarzen Anzug hat, aber was weiß ich, was er für Songs hat, dass das dann Metal ist, nur weil der halt schwarz angezogen ist. Das geht nicht, finde ich. Da ist es eher musikalisch, dass es Metal gewesen ist. Das ist seine Cover-Scheiße. Ja, genau. Ja, aber wenn der normal singt, ist der nicht Metal, nur weil er was Schwarzes anhat. Mhm. Und genauso finde ich halt, muss man es schon auch musikalisch festmachen. Sonst kannst du auch sagen, jemand, der eine Songparodie macht, ist halt Punkrock, weil, also der kann ja von mir aus an sich ein Punk sein, aber die Musik ist halt nicht Punk. So. Dann ist viel kein Punk, dann finde ich auch Donuts nicht Punk, weil die ja auch... Wurde da halt gelistet. Weil die ja auch musikalisch recht vielseitig sind und die haben ja mehr Instrumente als Gitarren und Bass und Schlagzeug. Mhm. Und jetzt wird es nämlich besonders interessant, Tino. Weißt du nämlich, bei welcher Band auch bei Wikipedia steht, dass sie Punkrock macht? Lanzer. Musikalisch bestimmt. Das ist halt witzig. Ja. Weil man diesen Rechtsrock und Punkrock musikalisch nicht unterscheiden kann, wenn man sie so einordnet, von wegen so ein Kröllgesang, Geschrammel und Schlagzeug, Bass, Gitarre so, dann kann man sagen, sind Onkels und Onkels die Kassierer. Onkels wurden wiederum bei Wikipedia nicht gelistet. Also in der Liste war jetzt Lanzer auch nicht drin, aber wenn du auf den Artikel gehst von dieser verbotenen wahrscheinlich Rechtsrockband, dann steht da, dass sie musikalisch Punkrock machen und das kann ich so bestätigen. Es könnte durchaus sein, dass ich fast jedes Lied kenne von denen. Ja, kann sein. Sicherlich musikalisch, aber da muss ich sagen, da zählt für mich aber dann wieder der Inhalt spielt so ein bisschen rein und zwar, wo sie herkommen und was sie eigentlich vorhaben. Da würde ich Punkrock klar ausklammern, weil es gibt ja die Unterscheidung zwischen Rechtsrock und Punkrock und die sind zwar musikalisch gleich oder sehr ähnlich, aber inhaltlich halt völlig abgetrennt voneinander. Ja. Deswegen sind für mich Lanzer kein Punkrock. Und ich kenne auch Würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber also musikalisch klingt das nach Turbokotze. Ja, sicherlich. Das ist halt so eine Sache. Nur, dass da halt der Refrain irgendwie 30 Mal wiederholt wird, weil dir nichts Besseres eingefallen ist. Ich habe ja damals, also eventuell hatte ich damals Berührungspunkte, weil ich tatsächlich eine CD gefunden hatte, auf der das stand. Und zwar falsch geschrieben. Lanzer. Ohne D und mit Z, also ganz dumm. Da erkennt man auch den Durchschnitts-IQ des geneigten Hörers. Und das ist schon, also ich muss sagen, musikalisch haben die 1-2 Dinger drauf so. Die haben ein Cover gemacht von einem Motorhead-Song.
Und da sind sie besser als das Original. Also nur musikalisch. Okay. Das ist richtig gut. Der Rest... Was für ein Song? Ich weiß nicht, wie der Original Motorhead-Song heißt. Und das, ich muss gucken, ob der auf YouTube da ist, der Dings-Song. Sonst, ja. Sonst will ich den hier eigentlich gar nicht sagen. Also ja. der ist... Ja. Mein Papa ist halt großer Motorhead-Fan gewesen, schon immer. Soll ich den Song nennen? Ja, St. Paul. St. Paul. Komisch, gibt's nicht auf YouTube. Schade. Das ist auch alles so vom Hörensagen. Ne? Ich würde niemals eine verbotene Band hören. Ja, natürlich nicht. Und würde auch niemals eine Nostra Bandprobe machen und einen Song davon performen, sagen, hier ist eine B-Seite von Die Ärzte. Es ist so, es ist einfach so. Diese Texte sind so absurd, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass Leute ernsthaft nach diesem Wertekodex leben. Ja. Das muss Parodie sein. Ist es aber nicht. Also wie im Deutschrap oder im Hip-Hop, wenn die immer davon sprechen, irgendwelche Mütter zu ficken und Drogen zu nehmen. Das die nehmen gar keine Drogen, diese Hip-Hop. Bestimmt, aber es ist meistens, also weiß ich nicht, das ist, glaube ich, oftmals viel mehr Fassade, als sie zugeben wollen. Und Gangster, ja, Gangster-Rapper, die aber nicht einmal im Gefängnis saßen und nicht mehr bei Rot über die Ampel fahren. Also alleine dieses Narrativ von, du bist blond und blauäugig, du kleines Kind, du bist besonders viel wert. Mhm. Und die bösen Untermenschen, die kommen dich holen, wenn wir dich aufpassen. Dass man das so fühlt, dass man das in den Text reinschreibt und den dann voll Inbrunst schmettert und das nicht irgendwie ironisch findet. Ja. Das geht nicht in meinen Schädel rein. Geh mal zum ich finde das halt super, ja, okay. Ich finde super witzig, mir das ironisch und egal. Was hast du stehen? Irie Revolte, wenn ich das richtig ausspreche, ist Banger. Habe ich live gesehen. Ja. Werden in der linken Szene so ein bisschen auch kritisiert. Ich weiß gar nicht, wofür. Französisch sprechen. Kann sein, ja. Kulturelle Aneignung, keine Ahnung. Aber fand ich immer ganz cool. Ich habe die mal gesehen in Köln. Das war so ein IG Metall Festival in der Lanxess Arena, glaube ich. Mhm. Und da waren Bosse, Materia und Irie Revolte. Und die machen richtig geile antifaschistische Musik. Die haben mir immer gefallen. Und auch die sind für mich Punk, obwohl die halt keine Gitarren, also jetzt nicht dieses Punk-Rock-Geschrammel machen. Die machen ja auch eher Hip-Hop und so. Und ja, da ist schon das auch mit drin. Also ich glaube, der bekannteste Song müsste Allee sein oder so. Da ist auf jeden Fall, das geht schon gut runter. Und auch so Reggae ein bisschen und Ska. Ja, natürlich. Ich finde das aber auch mal geil, wenn da irgendwie so Ska-Anleihen sind oder halt eine Geige zu hören ist. Das finde ich geil. Mhm. Und von daher beschwere ich mich da nicht. Nee, ich kenne jetzt auch nicht so viele Songs von denen, aber die ich kenne, sind eigentlich Bretter. Vielleicht müsste ich da mal mich ein bisschen tiefer reinhören. Antifaschist für immer von denen ist auch gut. Mhm. Antifaschist für immer, Ich sage mal jetzt, meinen größten Geheimtipp nenne ich am Ende nochmal. Wird der ein oder andere sicher auch kennen. Aber ist noch ein halbes Stündchen. Ah, ja. Ich will ja nur hier die Aufmerksamkeit anpeitschen. Ah. Aber im gleichen Atemzug wie Irie Revolte würde ich gerne Blickwinkel nennen. Die kenne ich gar nicht. Die sind nämlich nicht gelistet auf Wikipedia, weil die kein Schwein kennt, weil es die auch nicht mehr gibt, weil die aus Hamburg sind. Nur ein kleiner Kanal aus Weimar hat sie groß gemacht. Denn jeder kennt den Song Frühling im Herbst. Kennst du bestimmt auch, hast bestimmt irgendeinem Song mal in irgendeinem Laber, Alter. Das habe ich in so vielen Videos verwendet. Vielleicht müsste ich den mal wieder groß machen. Und das ist nämlich auch so eine Band, die da Geigen mit reinballert. Und ist das noch Punkrock? Ja. Ist die Frage, ist das noch das Punkrock? Das ist Frühling im Herbst, ist ein richtiges Brett. Da geht nicht. Ah, das ist natürlich auch ein Film. Hier, Blickwinkel. Warum kommt denn bei denen Werbung? Das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn. Ja, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Hm. Die Sängerin ist halt auch irgendwie. Das ist so ein. Dieser schäbische Gesang ist richtig gut. Schäbischer? Schäbische Gesang. Schäbisch Hall. Das hast du noch nie gehört. Doch, schon. Ja, so, voll. Und dann skippst du rein. Das ist geil, ja. Das ist voll übelst gut. Geil. Die haben ungefähr, weiß ich nicht, 15 Songs würde ich schätzen. Die Hälfte davon ist mir zu zerschrammelt und die andere Hälfte sind alles durchgängig Banger. Mhm. So, also Blickwinkel. Gucken wir mal, warte mal. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Nee, da erwähnt mich keiner. Ist ja asozial. Gefunden von Robin. Da, hier, Theme-Song of Borderline Nos Terra Fu vor 10 Jahren. Mhm, siehst du? Zack. Nice.
Gut. Melodie ist in Ordnung, nur die Sängerin nervt. Weil sie ja, eine Frau die singt, war? Nee, die singt halt schon irgendwie, die hat so ein dünnes Stimmchen, aber ich mag das. Das ist schon schäbig, aber geil schäbig. Ja, also Blickwinkel kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Wenn das wird wahrscheinlich die Band sein von den heute Besprochenen, die ihr nicht kennt oder am wenigsten kennt. So, bis auf dann, diesen einen Song. Dann gab es noch in Jena so eine Band, die gab es auch nicht so lange, die hießen Multitalentfrei. Die hatten dann so ein Album, das hieß Albumtitel einfügen. Das heißt, da konntest du quasi mit dem Stift das selber aufschreiben, wie das Album heißt. Nice. Die hatten auch so Songs wie Ich gehe kacken und so. Also ganz, ganz spannend. Und der Schlagzeuger war der Frontmann. Der hat gesungen quasi am Schlagzeug. Mhm. Richtig cool. Das war auch damals ja meine Idee für den ersten Song, wo ich ein Musikvideo für gemacht habe, Mein Freund Jack. Da habe ich auch gedacht, wenn die Band sich jetzt Keine Ahnung nennen würde, wäre ja geil, weil wenn dann jemand fragt, von wem ist der Song, sagst du Keine Ahnung. Ja, stimmt. Oder unbekannter Interpret. Und die Alben heißen dann halt Punkt, 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 was Humor ist. Keine Ahnung, was Humor ist. Ah, ja. So, zack. Wie die Ärzte, die Single war Zeitverschwendung und das Album auch. Ja. Oder einfach sich nennen unbekannter Interpret. Ja, aber ich glaube, das machen viele, oder? Bestimmt, ja. Unbekanntes Album und so, Track 1, Track 2. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Kotzreiz. Kotzreiz kenne ich halt. Ja, von John von Rostock, genau. Der Bassist. Und Baku oder wie er heißt. Hm? Aber es ist für mich jetzt nicht so hammermäßig. Kann man mal reinhören. Was mich überrascht hat, ist ja hier alphabetisch, Kraftklub wurde gelistet bei Wikipedia. Da dachte ich, okay, also das dehnt den Punk-Begriff dann auch ein wenig. Gerade weil ja die auch eher aus dem Hip-Hop kommt. Irgendwie hier der Felix Kummer oder wie er heißt. Ne? Nein, aber rappt ja nur. Das heißt, also die gab es schon vorher als Rockband oder als Punk-Rockband. Dann kam er aber als Rapper dazu sozusagen. Eben. So, aber der hat ja schon, also ist jetzt nicht Hip-Hop, was die machen, aber es ist irgendwie eher an so poppigem Zeug als an rockigem Zeug. Es ist für mich auch mehr so Indie-Musik, so Indie-Rock, aber wenn du, ich bin ja auch jemand, der sich musikalisch auch auseinandersetzt mit so ganzen Alben und guckt irgendwie, wo auch Variationen sind und ich mag Kraftklub und ich habe sie auch schon mal live gesehen, damals in Chemnitz bei Wir sind mehr. Stimmt, siehst du, nicht hängen geblieben. Aber da klingen, also die Songs klingen nicht gleich, aber das ist immer das gleiche Schema. Mhm. Das heißt, die Melodien sind immer die gleichen und auch sein Rap. Das ist immer gleich. Und dann der Gesang ist immer gleich. Dann das Schlagzeug immer. Immer so ein bisschen das Gleiche. Und das macht wieder so punkig, weißt du? Dass die Songs alle sehr, sehr ähnlich sind und wenige Akkordfolgen sind. Ich glaube, die früheren Songs, die waren noch mehr punkig und die finde ich aber auch schlechter. Irgendwie dieses Ich will nicht nach Berlin, das hat irgendwie so einen ganz komischen Rhythmus. Songs für Liam war. Ja, der ist besser, aber das ist ja auch mehr Pop. Also das ist ja irgendwie. Oder auch, weil sie viel gegen rechts machen. Kann ja auch sein, dass es auch da wieder dieses das Umfeld. Ja, Wikipedia ist die Instanz, was das angeht. Aber es ist ganz gut. Die Lokalmatadore, die habe ich mir aus einem einzigen Grund aufgeschrieben. Kennst vielleicht meinen Song Kalle, kennst du? Ja, ja. So. Die Melodie ist geklaut, jetzt habt ihr es erfahren, habe ich schon oft gesagt, aber die Originalmelodie ist von den Lokalmatadoren und das heißt eigentlich Fotze, und das ist nämlich ein Banger-Song gewesen, da dachte ich, Alter, da muss ich irgendwas mitmachen, das ist so witzig. Wozu sagt die Bravo Scheide Fotze? Richtig gut. Und dann dachte ich, hey, warum mache ich nicht Kalle? Und dann hatte ich dieselbe Idee wie bei dem Tina-Song, dass ich einfach immer auf ein Wort nur reime. Also bei Tina reime ich auf Ant, hier reime ich auf Kalle. Und zack, war der Song fertig. Geil. Was auch spannend im Punkrock ist, dass die Bandnamen immer sehr ausgefallen sind. Gab es auch mal von Funk oder von Quarks oder so eine Deutschlandkarte mit verschiedenen Punkbands und witzigen Namen und so weiter. Und da gab es dann so Sachen wie Rotz auf der Wiese. Das sind halt so, dafür liebe ich den Punk auch. Ja. Dass die Namen sich nicht ernst nehmen. Dass sie halt nicht dafür sorgen, dass sie im Radio gespielt werden oder im Fernsehen funktionieren. Sondern dass es da viel mehr darum geht, irgendwie witzig zu sein und zu verwirren. Oder auch anzustoßen. Genau, der witzigste Name, den ich kenne von Punkbands, ist Notdurft. Der ist genau in diese Richtung, aber dann doch so gehoben. Und das macht es für mich so absurd. Notdurft. Finde ich richtig gut. Suche aber witzige Punkbands, ob ich es finde.
Und ich dachte auch, dass sogar Turbokotze dabei war auf der einen Übersicht. Es eskaliert, genau. Mhm. Hier. Verpixelt ohne Ende. Ah, hier, genau. So, wo ist es denn? Warte ich mal groß. Ich kann nicht ranzoomen. Why? Komisch. Zum Kotzen. Brutal verschimmelt. Pinocchio auf der Flucht. Finde ich großartig. Mhm. Schon deswegen würde ich da hingehen. Die Kinder vom Bahnhofsklo. Der kopflose Börsenmakler. Fußpilz. Ja. Beim Ska wiederum ist dann halt das Wortspiel immer integriert. Deswegen ist Ska-Punk halt auch so geil. Das sind dann schäbige Drecksnamen mit Wortspielen drin. Ja, oder Feine seine Fischfilet wird noch aufgelistet. Auch Witz. Auch eine gute Band, die ich musikalisch nicht ganz krass feiere. Ich fand die auch bei Chemnitz nicht so, muss ich sagen. Die holen mich und nicht dann, ab. Alter, dieses komplett im Arsch. Das wurde ja so ausgereizt. Mhm. Die haben ja dann irgendwie das noch... Wenn das dann irgendwie, ne, das, man singt den Refrain, dann sind kurz mal die Instrumente weg, dann klatscht man komplett im Arsch. Und das wurde so ausgereizt, das konnte ich mir nicht geben, ey, das war echt. Ich bin auch kein Fan von dem Gesang des Sängers, von dem, wie heißt der, Monchi Moshpit. Oder so? Keine Ahnung, Moshpit. Und sie haben so zwei Songs, die ich auch mal in der Playlist habe. Wir sind zurück in unserer Stadt. Weiß gar nicht, wie das heißt, wir sind zurück oder so, keine Ahnung. Und eben nicht komplett im Arsch, sondern Wasted in Yamen oder so. Mhm. Zwei Songs, die ich richtig geil finde, aber insgesamt nicht meine Musik leider. Aber ich finde ihre Statements, so dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil sie zu linksradikal seien, finde ich schon, das ist eine coole Geschichte. So, da findest du es wieder cool. Sehr nach links drin. Da setze ich jetzt die Hufeisentheorie an. Nein. Und Mila ruft gerade an. Das ist ja frech. Gucken. Hallo? Hey. Du bist gerade im Podcast zu hören, ist das okay? Ja, ich würde jetzt losmachen. Soll ich noch was mitbringen? Also ich habe jetzt das Geschenk und mein Zeugnis. Okay. Nur dies. Okay. Dann bis gleich. Bist vielleicht zu früh, das heißt, du bist dann vielleicht noch im Podcast zu hören, wenn du kommst. Wir haben noch 20 Minuten, glaube ich. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Wenn es für euch beide cool ist. Ja. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ich liebe dich. Toll. Sonst schimpft du immer, wenn ich nicht liebe dich sage. ja, wir haben auch gleich einen Gast hier im Podcast. Eine Gästin. Thema Punk. Ein Gast. Halb Mensch, halb Koks. Kick-Kack-Klo. Ja, halb Mensch, halb Koks. Ja, Das ist gut. Dachwichser. Hartwurstsuppe. Ja, ist schon stark, muss ich sagen. Dafür liebe ich halt den Punkrock. Ich muss jetzt hier auch kurz was klären. Diese Partner immer, ne? Ja, das ist furchtbar. Man braucht den Kontakt zu Heinrich gerade und da will ich immer direkt dabei sein, weil Heinrich ist ein geiler Typ. Ja, der ist Punkrock. Gut, Notdorf hat man. Ich wollte eigentlich gerade elegant überleiten zu den Ska-Tunes, die nämlich Punkrock mit Ska machen. Ska-Punk. Ska-Punk liebe ich. Gibt es in Deutschland nicht so viel. Gibt es vor allem in Russland tatsächlich sehr viel. Ja. Und in Spanien. Da hole ich mir so meine Ladung, die ich da so brauche. Aber die Ska-Tunes, die gefallen mir auch. Die haben zum Beispiel den Song Julika und das ist ja fast wie hier die Dame, die da mal gewohnt hatte. Mhm. Und da habe ich eine besondere Bindung. Und auch sonst haben die Songs, die gefallen mir. Der Sänger, der singt halt leider irgendwie wie ein Sprecher von Bibi Blocksberg oder so. Das irgendwie mag ich die Stimme nicht so ganz. Ein Rapper quasi, er spricht mehr. Nee, der hat irgendwie diese. Der könnte Barbara. Wie heißt er? Bernhard Blocksberg könnte er sein. So. Okay. Ich mag diese Stimme einfach nicht, weil das so. Ich weiß es nicht. Der klingt einfach wie ein Anzugträger oder so. Wie jemand, der halt förmlich ins Tonstudio geht und seine paar Zeilen einspricht. Das ist das Einzige, was mich dran stört. Ah, ja, okay. Aber. Ich mag die Musik sehr. Wir haben viele gute Songs. Ska-Tunes, eine Empfehlung. Worauf ich noch hinaus wollte, Matzen. Matzen stand da nämlich auch. Würdest du sagen, Matzen ist Punkrock? Wahrscheinlich noch eher als Sportfreunde Stiller, aber es ist schon auch irgendwie, weiß ich nicht. Aber auch nur anhand der Qualität. Ich finde, dass Matzen irgendwie sehr einfach gestrickt sind, die Musik.
also sehr leicht. Die Texte sind echt noch so also ich kann mich nicht Schulband-mäßig. Ja, genau. Ich kann mich aber nicht dagegen wehren, dass ich doch auch Ohrwürmer davon habe. Ja, so. Du schreibst Geschichte, ist geil und so. Vielleicht. Und, ja. Ich habe da echt viele Songs, irgendwie ein Sturm zieht auf, auch die ein bisschen unbekannter, glaube ich, sind. Mhm. Love is a Killer. Da gibt es schon viele, wo ich Love ich is echt, a Killer, Dressed in Black. Die ich direkt irgendwie im Ohr habe. Mhm. Aber an sich finde ich die jetzt nicht so überragend. Ja. Das ist irgendwie eine 6 von 10 oder so, kann man sich anhören. Habe ich auch schon zweimal live gesehen. Ja, ich auch, ja. Nicht jetzt bewusst, sondern halt auf Festivals. Übrigens ist hier gerade so ein geiler Typ, hallo. Wir sind fast durch. Ich war zum Konzert in Erfurt. Echt? Explizit auf dem Matzen. Als Labyrinth rauskam. Moin, wir sind gleich fertig. Als Labyrinth rauskam das Album. Das fand ich so mittelmäßig, aber ich wollte halt die alten Songs hören und das war schon cool. Und da war ein Royal Republic Vorband. Oha, okay. Noch kaum bekannt zu der Zeit. Naja, auf jeden Fall gab es dazu eine kleine Story, dass wir in der E-Burg waren in Erfurt. Warst du da nicht auch mit? Ich glaube. Als wir vorher bei dem 8-Bit-Dings hier, an dem man. Ja. Das war das. Klanggerüst, genau. Vielleicht warst du in dem Moment auch da. Da waren wir auf diesem rockigen Dancefloor und der war richtig lame, aber Kalle und ich sind voll abgegangen. Und die anderen haben sich so ein bisschen beschwert, so, ey, was soll das jetzt hier, ja? Und auf einmal. Also es wurden geile Songs gespielt so und wir sind übelst abgegangen, die anderen eher so gediegen. Auf einmal lief Matzen und alle sind übelst ausgerastet, als wäre das irgendwie eine lokale Erfurter Band oder so, keine Ahnung. Sind übelst durchgedreht und Kalle guckt mich so an, oh nee, weil er also Matzen richtig schlimm findet. Ja, wie gesagt, bei mir ist so 6 von 10, ich kann mir das schon geben zur Not. Ja. Und er, oh nee, und auf einmal rasten alle richtig aus, ja. Die ganze Zeit Kalle übelst gute Laune, gute Mucke. Und dann bei Matzen, oh, Dreck. Und auf einmal wird sich da rumgeschubbt. Da ist ja dieses große DJ-Pult. Und das ist angehoben, weil halt die Leute davor geflogen sind, ist dieses DJ-Pult kurz angehoben worden. Das war richtig Eskalation bei fucking Matzen. Mit Recht, ich finde die auch jetzt nicht schlecht. Ja, aber also, wenn der Four System of Down lief und sowas und die Leute eher so verhalten sind und irgendwie Helmet und selbst Killing in the Name of, ja, lief da auch und zwar okay, ja, kann man machen so. Komm, und dann bei Matzen, bei Matzen rasten alle aus. Was ist denn da los? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe noch einen aufgeschrieben, wo ich auch was zu sagen wollte, glaube ich. Na, nicht die hier, die will ich am Ende sagen. Die Kassierer. Ach so, stimmt, die habe ich übersprungen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ein Gag, da gehe ich nicht mit. Nee, das ist für mich Punkrock. Ja, die Kassierer. Ja. Der Wolfgang, der Sänger, der kann überhaupt nichts, der kann nicht singen, der kann keinen Takt halten. Ja, aber dann kannst du auch sagen, irgend so ein Besoffener auf dem Oktoberfest mit dem Mikrofon ist Punkrock. Aber es ist nicht Wolfgang Wendland, es ist einfach er. Der hat einen richtig dicken Bauch, weißt du? Witzig. Hat einen mini kleinen Pimmel. So witzig. Ist auf der Bühne nackt mit einer Bierdose und Textzeilen in der anderen Hand und singt dann, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Trifft keinen einzigen Ton. Es ist, das ist eins zu eins, was du im Bierkönig auf Malle erlebst. Hier. Nein, es ist und nicht. Hier ist es auf einmal für dich nicht. Also das ist ein Gag, den ich nicht nachempfinden kann. Ich kann die für das tolerieren, was sie sind und die werden jetzt auch irgendwie als Kunst bezeichnet ja, und so. Voll. Klar. Weil die Band ja... Und die haben ja auch teilweise ein bisschen tiefer gehende Texte, ja, muss man sagen. Ja, gut. Geht aber, ja doch schon. Aber an sich... Nee. Doch, das sind, da kann ich drüber lachen, weil die Band so gut ist, musikalisch. Ja, das sind ja auch teilweise studierte Musiker und so. Und dann kommt der Wendler auf die Bühne als Frontmann und kann nichts. Dann so Songs wie Menschenkatapult und Vegane Pampe, was auch natürlich jetzt gegen mich spricht, aber ich kann auch drüber lachen. Und Master aller Fotzen, Blumenkohl am Pillemann, das ist schon unglaublich lustig. Meister aller Fotzen hat Bela gecovert, wusstest du das? Nee, echt? Kannst du dir anhören. Krass. Meister aller Fotzen. Also Kassierer, Bombe, muss ich sagen. Na gut. Ich habe hier stehen Pisse. Und das ist jetzt nicht eine kontroverse Meinung. Pisse ist so das Beste, was Deutsch-Punkrock gerade zu bieten hat in den letzten Jahren. Die gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich glaube noch nicht mal 10 Jahre oder so. Und die heißen nur Pisse. Die also heißen einfach nur Name Pisse. Noch nicht weg war. Und wenn du die nicht kennen solltest tatsächlich, dann solltest du da mal reinhören, weil das ist genau auf dem Level von schrammelig, dass es für mich noch angenehm ist. Weil wirklich, also diese ganz, ganz zerschrammelte Scheiße, vielleicht bin ich da zu alt für mittlerweile oder so. Das ist einfach für meine Ohren nicht mehr angenehm. Da kann ich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, selbst also dieser gerade so Sweet Spot ist
I love living in the city. Kennst du den? Das ist kein Deutscher, aber das ist so, das ist die Untergrenze von, das ist schrammelig, aber das kann ich mir noch anhören. So. Mhm. Und in dieser Sparte ist dann Pisse für mich auch. Außerdem sind die sehr, sehr witzig, denn irgendwie, du bist nicht queer, nur weil du Biertitten hast. Ist halt einfach witzig. Ja, schon. So. Und die haben ähnliche Texte. So, Vernissage, ja. Geil. Ja. Einfach geil. Noch nie gehört leider, aber werde ich mir mal reinziehen, in die Gehörgänge einpflegen. Mach mal. Pisse. Und Pisse sind auch sehr bekannt international durch einen Song, ich weiß gerade gar nicht, welcher es ist. Das ist dann halt der bekannteste, der ist auch ein Brecher. Aber warte, es ist, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Müsste sein Fahrradsattel ist es, glaube ich, ja. 2,2 Millionen Aufrufe hat Fahrradsattel. Hier hat es 5,4 Millionen. Krass. Aber ich will dein Fahrradsattel sein. So, ist simpel. Und Punkrock. Ja. Ich weiß, ich kenne den Hintergrund nicht, aber nur so zwischen Tür und Angel. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas war von wegen, dass die eigentlich das so ein bisschen parodieren oder eigentlich halt das studiert haben und das so analysiert. Das ist jetzt Bullshit, was ich erzähle. Ne? Ich irgendwas mitgekriegt. Aber ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde die Musik gut. Ja. So, Pisse. Okay. Pisse it is, sag ich mal. Pisse it is. Ja. Tonsteine Scherben. Mhm. Habe ich eine ganz krasse Phase gehabt von denen und ich finde die richtig gut. Das ist ja die Band von Rio Reiser gewesen. Und hat der mal einen Tisch kaputt gemacht? Nicht Rio, aber einer von denen auf jeden Fall, ja. Und die sind musikalisch auch nicht Punk. Also so gar nicht. Das ist dann eher so. Das ist auch schon sehr alt. Ja, es ist so, es ist schon Rockmusik, aber sehr progressiv. So, es ist eher so ein bisschen Hippie auch, ein bisschen Hippie-Punk, muss man sagen. Auch wenn sich das so ein bisschen beißt eigentlich, aber... Macht kaputt, was euch kaputt macht. Mhm. Kann man sich gönnen, die Band, und reinhören. Ja. Habe ich nicht so die Berührungspunkte, muss ich sagen. Was ich erwähnen möchte, ist Schleimkeim. Ja. Beste Band aller Zeiten. Lokal, ja. Erfurt. Mhm. Ja. Und Dieter Erich tötete 1999 seinen Vater mit einer Axt und verbrachte den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Klinik. Wenn das nicht Punkrock ist, dann weiß ich auch nicht. Ist dann gestorben, ne? Irgendwie ein Herzschlag. Genau. Ja, also das war so eine Band, die haben auch einen Song, der heißt In Gotha gibt es einen Laden und so. Klassiker. Also Schleimkeim sind, glaube ich, in Thüringen so die Punkband, die man kennt. Und noch heute noch tragen die Jugendlichen noch Patches von Schleimkeim auf ihren Kutten und so. Richtig geil. Sehr ranzig, sehr alt schon. Axtmörder sind einfach die besten Musiker. Ja, da ist die Kunst größer als der Künstler. Und die Axt größer als der Schädel. Letztendlich, ja. Wieso habe ich mir noch aufgeschrieben? Kann ich mir nicht sagen. Und zwar nur, kennt von denen nicht so viel, aber die haben einen Song zusammen mit einer französischen Band. Ich finde das halt immer nicht raus. Wieso? Französisch. Der heißt als Saplabuma oder sowas. Ja, ich kann kein Französisch. Ich hatte es mir irgendwo mal. Also, diese französische Band hat mit einem von Wieso einen Song. Wieso Pippi Langstrumpf? Okay, da musst du vielleicht mal reinhören. Doof wie Scheiße. Aber ansonsten habe ich da leider keine Berührungspunkte. Oh, Knorkator gerade, auch richtig geil. Ja, aber Knorkator, würdest du sagen, ist Punk? Und auch wieder eher von der Attitüde her. So Fun-Metal oder so, würde ich sagen. Und auch wieder von der Attitüde her. Ja, es ist schon nah am Hardrock dran, auf jeden Fall, aber auch was Punkiges, finde ich. Guck mal kurz, hier bei Music müsste es ja eigentlich sein. Ich hatte es mir schon irgendwo mal runtergeladen. Hm? Also den Song, weil ich den irgendwann mal, hier, Ça plan pour moi. Okay. Und das ist der Typ von Wieso, der da gerade in Deutsch singt und dann halt Französisch dazu. So, das ist nämlich ein nice. Brett. Das ist ein richtiges Brett. Nice. Und ansonsten kenne ich nichts von Wieso. Nee, ich auch nicht. Also aber die heißen auch Le Three Fromages, also die drei Käses. Ist dann halt besser als... Witzig. Ja. So. Dann noch Dritte Wahl, ist noch ein großer Punk-Act. Das ist diese Nazi-Partei, richtig? Genau. Später auch als Nazi-Partei bekannt geworden. Der Dritte Wahl. Ich überlege noch, so eine lokale Punk-Band. Es gab früher mal Fox Devils Wild. Die kamen aus Bad Berka hier. Die waren so Death Ready Suicide, so ein bisschen auch überkreuzt. Gleicher Schlagzeuger und so. Und Death Ready Suicide sind ein großer
ist es Death Metal schon? Ich weiß es nicht. Irgendwie, aber so Metal-Band, eine lokale Größe. Und dann gab es halt The Fox Devils Wild. Die fand ich immer ein bisschen besser, weil die mich musikalisch mehr abgeholt haben. Aber die haben sich aufgelöst inzwischen. Fox Devils Wild, Alter, das ist ja... Ja. Also das macht mit meinem Magen irgendwas Unangenehmes, muss echt? Ich sagen. Ich dachte, das ist gerade dein Ding, so ein Wortspiel. So ein nee, ist ja kein Wortspiel, das ist ja nicht, also ist ja nur eine Übersetzung. Ja, und das ist ja, das ist, weißt du, was das ist? Das ist Otto-Humor, ist das. Ja, ein bisschen wie hier, ja, du hast die English for Runaways. Ja, du hast Bullshit ist das. Du hast die Arschruhe weg, you've got the ass silence away. Das finde ich witzig. Ja. Das ist genau meins. Mit 10 fand ich das auch witzig. Echt, ich immer noch. Hält sich. Hier die Toten Hosen habe ich hier irgendwie aufgestehen. Das ist irgendwie weiter? So eine kleine, unbekannte weiter? Band. Kenne ich nicht, weiter. Ja, das ist schwierig, ne? Doch, die haben auch ein paar Banger-Songs. Ach, come on, ey, Tote Hosen, die sind auf jeden Fall längste Zeit Punk gewesen. Wer irgendwie an Tage wie diesen von der CDU irgendwie auf dem Parteitag abspielt, also das nee, ist doch scheiße. Nee, das fanden die auch nicht gut. Ja, aber trotzdem machen die solche Musik. Das ist doch kein Punk. Das ist doch, das ist denen doch bewusst, was die da machen. Das ist doch... Also die Ärzte machen halt auch schon irgendwie keine Punk-Band-Songs, ja, aber die machen nicht Songs mit so einer offensichtlichen Intention, dass sie erfolgreich sein wollen. Gewinnmaximierung. Ja. Ja, eben. Ich finde Toten Hosen auch mehr Pop als Punk- oder Rockmusik. Ja, und langweilt mich. Ja. So Banger wie Sascha zum Beispiel oder ja, Auf mich. Da überlegst du. Hier kommt Alex. Das sind schon coole Songs. Kann hier kommt Alex, verstehe ich auch nicht. Also, was ist denn das? Na, Clockwork Orange. Da, ach so. Geht um dieses Buch. Und um den Film. Hm. Okay. Auch sehr empfehlenswert. Am DNT läuft gerade Clockwork Orange als Musical oder Theaterstück. Richtig geil. Hm. Mit Rammstein-Songs zwischendurch. Geil. Okay. Vielleicht soll ich den Song vielleicht nochmal hören. Das ist bestimmt 10 Jahre her oder so. Er singt auch über so eine Gruppe von Jugendlichen, die halt andere vertreschen. So. Ich kenne nur den Chorus. Ach so, und Alex, ich weiß nicht, wer Alex ist. Es ist der Chef der Troops quasi. Und der kommt dann so eine Anstalt und wird dann umerzogen und so. Richtig krasse Geschichte. Sozialkritisch. Ja. Jetzt sind wir zeitlich tatsächlich fast durch. Und deswegen droppe ich jetzt hier meine wichtigste Band. Mono für alle. Ja. So. Amoklauf, ne? Ist auch ein Song. Amoklauf ist ein Song, den jeder kennt, aber darüber hinaus. Also, Amoklauf finde ich noch einen der schwächsten Songs. Mhm. Vielleicht habe ich ihn auch einfach zu oft gehört. War natürlich auch mein erster Berührungspunkt, aber irgendwann dachte ich, ey, diese Band hat die noch andere Songs außer Amoklauf? Das war natürlich damals der Gag, haha. Da war jetzt hier Robert Steinhäuser und Winnenden und so. Jetzt schicken wir uns das alle über Bluetooth rum und feiern das ab. Funny. War immer ein Gag. Aber, die anderen Songs von denen sind so viel besser. Und das ist halt auch, also Amoklauf ist auch am ehesten noch Punk. Hm. Aber die bezeichnen sich, glaube ich, selber auch eher als Elektropunk vom Genre her. Hm. Amoklauf ist noch traditionell und der Rest ist schon eher, dann steht er auch mit irgendwie so einer, ist das eine Orgel oder was das ist? Also eine kleine Orgel oder so? Mhm. Ich weiß es nicht. Okay. Also es ist halt ein Keyboard, aber es klingt nach einer Orgel. Naja, so also ist nicht halt digital. Ein Sinti einfach, oder? Trotzdem. Nee, es ist glaube ich, schon analog. Organisch, okay. Ich glaube schon. Und sowas halt ist dann da viel. Und die Texte, das ist einfach stark. Es ist einfach richtig stark. Also das ist meine allergrößte Empfehlung. Falls ihr das nicht kennt, dann presst es euch in den Gehörgang. Mono für alle. Ich kann zum Beispiel herausstellen, langweiliges Leben. Okay. Hörst du erstmal an, also hörst du den Titel Langweiliges Leben und denkst, okay. Mhm. Und dann beschreibt die Person aber ganz neutral, ganz wertungsneutral den normalen Traum, den Menschen so haben, weißt du? Mhm. In die Schule gehen, Arbeit, ein Haus, Frau, Kinder, haben wir alle. Ein Hund. Mhm. So. Und komplett wertungsfrei, aber alleine durch diesen Titel wird es dann halt in den Kontext gesetzt und denkst, ja, eigentlich, funny, ja. Das ist ja irgendwie okay, das ist ja, das was ist denn da jetzt tief, so geil dran, aber weißt schon du? Tiefgründig, das stimmt. Ja. Und mein absolutes Highlight ist irgendwie Vision der Unsterblichkeit. Das geht auch 8 Minuten und ich kann da auch nur empfehlen, die Live-Version davon. Finde ich bei vielen Songs übrigens, dass die live sehr viel besser klingen. Also wenn ihr manchmal bei YouTube... Manchmal schon, ja. Nee, von der Band meine ich jetzt explizit. Hm. Wenn ihr die Möglichkeit habt, findet das mal bei YouTube, die Live-Version sehr viel geiler. Vision der Unsterblichkeit, irgendwie so ganz surreales Bild, was da erschaffen wird. Wie der sagt, dass er sich einfrieren lässt und dann irgendwie... in Jahrtausenden Zukunft, in Millionen Jahren, wenn längst alle Sterne verglüht sind, schwebt er durchs Weltall und steht über allem. Mhm. Und das ist irgendwie, man kann das gar nicht, weil das halt nicht auf den Punkt gebracht wird,
um was es eigentlich geht, aber mit mir macht das so ein ganz komisches Gefühl von, du willst das eigentlich gar nicht, weißt du? Also, ach so, Unsterblichkeit. Er beschreibt halt, wie er unsterblich ist, und dadurch hast du dieses Gefühl von, es ist eigentlich geil zu sterben. Ja, genau. Das ist ganz komisch, aber der Text sagt das halt nicht. Also wirklich, Vision der Unsterblichkeit, mega. Er beschreibt nur relativ neutral vielleicht, was passiert, so, wenn du unsterblich bist. Er sagt einfach nur, dass er sich einfrieren lässt und dann, wenn alle Atome längst keine Energie mehr haben, dann schwebe ich da so durchs Weltall und so. Und ganz... Und das für immer, weißt du? Das muss ja furchtbar sein. Und das ist irgendwie ganz, ganz surreal. Mega gut. Und dann gibt es noch so traditionelle Sachen wie Steineschmeißer und so. Hör ich mal rein bei Mono vor allem. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Kann ich wirklich empfehlen. Weil meine letzte Band für heute sind die Lieben Löwen. Habe ich auch noch nie gehört. Die waren früher die Band, hießen die. Und das Album haben sie veröffentlicht. Und ich habe halt einen Song auch dazu geschrieben, der hieß... Moment, du machst jetzt ja Eigenwerbung. Nee, ich habe nur einen Song für die geschrieben von 20 anderen Songs, die haben. Der Song hieß Nazis vom Aldebaran. Weil die haben damals einen Facebook-Aufruf gemacht, so ein bisschen, ja, wer kann uns Texte schreiben, das können wir irgendwie nicht. Okay. Da habe ich denen drei Texte hingeschickt. Die haben dann Nazis vom Aldebaran aufgenommen. Also Spotify, die Band, das Album. Und aus dem wurde dann die Lieben Löwen. Und es ist nicht mehr die gleiche Besetzung. Der Frontmann ist gewechselt, der auch nicht so viel konnte, aber das hat auch seinen Charme. Ich würde es gerne ganz kurz anspielen tatsächlich. Mach die Band. Das. Und jetzt machen die halt die Lieben Löwen und machen jetzt ein bisschen mehr Niveau, also ein bisschen besserer Gesang und ein bisschen professioneller abgespielt. Warte, die Band? Wenn sie noch bei Spotify gibt, ich hoffe doch. Ja, perfekt. Hier. Sind das Parteimitglieder oder wie verstehe ich dieses Album? Die waren mal, ja, aber die haben angefangen als Parteiband, weil sie da alle Mitglied waren, aber sind sie alle nicht mehr und so weiter. Und sie nehmen jetzt die Lieben Löwen und so tolle Songs wie das letzte Hansa. Richtig geil. Ja. Das noch als kurze Endwerbung. Und Frachter hören. Frachter ist da cool. Werde ich mir deins noch anhören. Ich muss nochmal, Mono für alle. Hallo Verfassungsschutz, übelstes Brett. Amoklauf natürlich hier. 11. September war für mich ein wunderschöner Tag. Absolutes Brett. Steinschmeißer hatte ich erwähnt. Amoklauf, Honecker. Honecker, bitte komm zurück. Das ist auch so fucking gut, weil das in beide Richtungen geht. Es ist auf der einen Seite ironisch und auf der anderen Seite aber wiederum nicht. Das ist so fucking gut. Ich weiß nicht, wie, es ist richtig gut. Gibt's die noch? Honecker, bitte komm zurück. Ne? Nur du allein führst uns ins Glück. Auf der einen Seite ist es eine Glorifizierung von der DDR, auf der anderen Seite natürlich eine übelste, das ist Schwachsinn, dass nur Honecker uns jetzt hier ins... Also es ist richtig gut. Die gibt's sogar noch. Ja, hier gefällt's mir nicht, finde ich auch richtig gut. Vision der Unsterblichkeit, hier ist es. Ich will kein Spießer sein, das ist wirklich... Fast alles sind Bretter, würde ich sagen. Das nehme ich heute mit, glaube ich, aus dem Podcast. Ja. Die Band. Alles falsche. McDonald's, Alter. McDonald's, das ist auch so ein Song. Da geht es halt die ganze Zeit so ganz ruhig. Und einfach im Chorus geht es einfach nur. Das ist so fucking gut. Es klingt halt auch noch gut dabei. Mega. Mono für alle. Nice. Wenn ihr das nicht kennt und bis hierhin gehört habt, dann ist das Pflicht jetzt, Leute. Nice. Gut. Das war eine Stunde Punkrock. Ja. Und warum es geiler ist. Jetzt gehe ich aber. Jetzt habe ich genug gepunkt hier. Mein Punk geht weiter. Meine Mutter hat Geburtstag gehabt. Na, das ist Punkrock. Jetzt gibt's Kuchen und Abendessen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus in die Sonne. Oh, geil. Ich hoffe, dass es mittlerweile getrocknet ist. Und es war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Marius und Leo für diesen Podcast-Wunsch. Ja. Sorry, dass das irgendwie ein halbes Jahr gebraucht hat. Gutes braucht deine Zeit. Gut. Dann, Leute, Grüße gehen raus. Danke fürs Zuhören. Und der letzte Punk-Song des Tages ist unser Outro. Das stimmt. Danke an Basti. Und Leute, nächsten Sonntag normale Folge. Tschüss.